hast du jetzt hier alle angefangen. Genau. Das habe ich gestern gesehen. Das fand ich irgendwie super toll. Hat mir gleich sofort gefallen. Ja. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich war da wirklich sehr glücklich. Und das ist der Unterschied zu Hamburg. Weil hier habe ich ja Platz um mich rum. Mhm. Und meine Bilder sind ja relativ groß. Genau, genau. Und wenn ich in Hamburg bin, ist mein Atelier ja so ungefähr 14 Quadratmeter groß. Und ich habe es ganz nah. Und hier habe ich den Abstand und kann das ganz anders sehen. Und deswegen kann ich auch viel schneller vorgehen, weil ich zeitgleich mehrere Bilder malen kann. Ah, weil in Hamburg habe ich immer dieses eine Bild in diesem Raum und dann, okay, nee, mach noch was. Dann musst du es nicht in den Gang stellen so. Ja, und, dann, ja, klar. Und hier bin ich bei dem meinetwegen beschäftigt, bei dem rechts und denke, okay, es hakt ein bisschen, mach was Neues. Was weiter, okay. Und ich habe auch das Gefühl, dass es mir total viel bringt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Problem in dem Bild rechts habe, oder ich habe was entdeckt, irgendeine Stelle funktioniert, kann ich das schon ins andere Bild wieder mitnehmen. Also es ist eher so ein Dialog von Bildern, als dieses Bild pro Bild pro Bild. Ja, ja, verstehe. Genau, und im Prinzip ist es bei mir jetzt gerade so ein bisschen in zwei Hälften geschnitten. Also die Bilder, die du jetzt hier gerade siehst, dies hier, dies hier und dies hier, waren so ein bisschen die Nachwehen von Hamburg. Das habe ich praktisch das, was wir in Hamburg besprochen hatten, auch über die Arbeiten. Genau, und so, genau, genau. So diese szenerischen Sachen aus diesen Stills, was ich dir erzählt hatte. Ja. Also im Prinzip ist es immer noch so dieses private, inszenierte Privatheit. Im Prinzip diesmal aus einem Film. Sonst hatte ich ja immer diese Profilbilder, die ich so ein bisschen auseinandergenommen hatte und inszeniert hatte. Und da habe ich mir eben diesmal Stills vorgenommen. Ich bin generell offener geworden, was meine... was mein Fundus angeht. Also ich arbeite immer noch viel mit Fotografien, sammle unheimlich viel im Internet, aber es ist trotzdem ein bisschen offener, nicht mehr so ganz fokussiert wie früher, als wir uns kennengelernt haben. Genau, genau. Und ich bin dann einfach so vorgegangen, ich habe ganz viele Fotos gemacht. Ich habe gedacht, okay, das ist wie ein ästhetisches Projekt. Also ich sammle Farben, ich sammle Rostflecken meinetwegen, ich sammle dieses blöde Schild, was da noch steht, mit diesem Bordell, diese Werbeanzeige. Und wie gesagt, es ging mir auch erstmal um Farbeindrücke, weil das ist eben auch ein Punkt, der immer wichtiger wird. Farbe war immer schon wichtig für mich, klar. Aber es wird immer viel, viel mehr einfach. Ja, weil ich eben auch viele, also ich sehe es so, viel mehr abstrakte Elemente in den Bildern mehr drin habe. Also wenn du zum Beispiel die Fläche da unten siehst, das ist ja abstrakte Malerei. Ja, ja, genau. Und das geht halt immer mehr zusammen. Deswegen ist es für mich immer wichtiger, so auf Farbensuche zu gehen. Und das ist halt in dem Sinne interessant, weil bei solchen inszenierten Orten hat man öfters so diese künstliche Farbigkeit. Von Reklametafeln, blinkende Lichter, nur künstlich, weißt du? Neonlicht. Auch das, was übrig bleibt, ne? Genau. Und dann hast du sowas wie Rost, was dann plötzlich so eine natürliche Farbe kriegt. Also so bräunlich, rötlich. Und das ist ein interessanter Kontrast. Also ich glaube, das kann eine ganz gute Reibung werden, dass man eben sagt, es ist nicht nur diese Neonfarbe, sondern komplett... Aber weißt du, das Ding ist, was ich glaube, das ist mir wieder aufgefallen, als ich jetzt diesen Ort entdeckt habe, ne? Mit diesem leerstehenden Gebäude und so. Und dann dachte ich, ja, eigentlich... ist man ja der man ist. Und es geht ja immer darum, dass man persönliches Interesse hat an der Welt. Oder wie sieht man die Welt? Wie sieht man die Dinge? Und das kann man, glaube ich, auch nicht total ändern. Ist auch gut so, dass man es nicht ändern kann. Und da laufen die Fäden sowieso zusammen. Äußerlich kann sich das ändern. Man kann andere Farben nehmen, man kann formal was anders machen. Aber ich glaube, der Kern ist immer ähnlich, aber es kann sich transformieren. Das habe ich mitgenommen aus dem Studium. Das war so ein bisschen die Lehre, von, also was meine Lehrer so vertreten haben. Ja. Weil jeder Professor hat ja so eine spezielle Position im Kunstmarkt oder von seiner Kunst, wie er das versteht. Und ich hatte das Glück, meiner Meinung nach, bei zwei zumindest studiert zu haben, die sowas vertreten haben. Ja, ja. Dass es eben auch viel darum geht. Also Burgert hat zum Beispiel immer den Satz gesagt, es geht nicht darum, irgendwas abzubilden, sondern ein Gefühl in Malerei umzuwandeln. Das irgendwie sozusagen zu übersetzen. Also du hast so mehr diesen emotionalen Aspekt. Ja, psychologisch, emotional. Ja, und das finde ich halt super spannend. Siehst du ja auch in seinen Bildern. Ja, total, total, genau. Ja, genau. Und das war einfach Gold wert. Also das hat halt einfach gepasst. Das war für mich, ich verstehe dich. So. Ja, ja. Und bei Besprechungen mit anderen Professoren, die ich eben nicht fest hatte, war das manchmal gut, weil es ein komplett anderer Blick ist. Aber es war dann schon so, dass ich gedacht habe, ja, okay, es ist nicht so eine Wellenlänge. Es ist ein anderer Blick, der wichtig ist ab und zu, weil sonst ist man ja nur so. Aber ich würde das unterschreiben. So. Das ist so. Und meistens kombiniere ich das dann einfach. Weißt du, dann habe ich in dem einen Bild die Atmosphäre und dann erinnere ich, ich habe noch ein figuratives Bild. Oder ich könnte die Pose jetzt einnehmen, die ich im Kopf habe, und dann kommt noch ein Bild dazu. Also es ist vielleicht so ein bisschen Collagieren auch. Ja, würde ich sagen, genau. Was ich auch öfters mache, ich trage oft Bilder von A nach B. Ich könnte irgendwie ein Bild rumtragen oder so. Das mache ich ständig, weil die wandern immer so im Raum. Warte mal, das ist vielleicht interessanter. Keine Ahnung.
und stell das dann hier hin. So, und dann gehe ich nach hinten und gucke mir das an. Ja, und das ist auch so verrückt. Also dieses viele Gucken auch ist irgendwie ganz wichtig. Das hört sich, glaube ich, mehr für Leute, die nicht malen, so komisch an, dass man teilweise stundenlang rumsitzt einfach und auf diese Bilder starrt. Aber irgendwie finde ich das voll wichtig. So, ich weiß nicht. Und was auch eine große Änderung ist, was ich hier super machen kann, ich mal ganz oft von oben. Also die Bilder liegen auf dem Boden und ich mache den hier so. Das ist nämlich auch immer so das Ding, wenn das Bild zu konkret wird, weißt du, also das ist sowieso das Ding. Ich würde sagen, ich mache so figurale Bilder. Deswegen mache ich das bei Instagram voll oft figural. Nie figurativ, sondern figural. Weil das so ein Mischding ist zwischen Abstraktion und Figur. Ja, ja. Das sind immer so Abbilder von Wesenszügen oder von, die sehen ja auch manchmal ein bisschen aus wie Lichtgestalten oder das Licht ist viel stärker. Die sind nicht zu erkennen. Ja, ja. Und das ist ganz wichtig, weil das auch so, die stehen meinetwegen für Zustände, meinetwegen, aber nicht für eine Person. Das ist, glaube ich, relevant zu wissen. Genau. Genau. Und wie gesagt, wenn es dann mir zu konkret wird, also die Figur ist so sehr konkret. So, und dann denke ich, ah, okay, nein, sie ist zu sehr präsent. Ja. Lege es oft auf den Boden und mache den hier, weißt du? Genau, dass es dann wieder einen anderen Zustand kriegt. Also es ist immer so ein Hin und Her zwischen Figur aufbauen und Figur wieder abbauen.